So, und damit ist wieder Zeit einzusteigen in diesen letzten Teil der Veranstaltung, nämlich die Komplexität, mit der wir uns schon letzten Donnerstag beschäftigt haben. Ich mache eine kurze Wiederholung der Definitionen aus dem zweiten Teil der Vorlesung von letzten Donnerstag. Wir beschäftigen uns jetzt damit, wie lange eine Turing-Maschine braucht, um ein bestimmtes Problem zu lösen. So, und um zu definieren, was wir meinen mit wie lange sie braucht, haben wir so eine Kombination von Maxima und Minima konstruiert. Wir wollen einerseits eine besonders gute Turing-Maschine finden, ja, wir interessieren uns für die bestmögliche Implementierung eines bestimmten Algorithmus, deswegen ist da ein Minimum über die Turing-Maschinen drin. Gleichzeitig interessieren wir uns für die schwersten Instanzen innerhalb einer Problemklasse für diese besonders gute Turing-Maschine. Das ist also ein Maximum über die Eingaben. Hier ist nochmal kurz die Wiederholung. Wir haben das auf so drei Schritten gemacht. Erstens für die einzelne Turing-Maschine, die auf einer bestimmten Eingabe läuft, haben wir Zeit- und Speicherkomplexität definiert als die längste Zeit oder die größte Anzahl Speicherzellen, welche die Maschine auf Eingaben von einer bestimmten Länge braucht. Also unter allen Eingaben von Länge n, was ist das längste, das die Maschine braucht oder der meiste Platz, den sie braucht? Basierend auf dieser Definition für die Laufzeit und die Speicherkomplexität einer Maschine auf einer Klasse an Eingaben, haben wir dann Klassen von Komplexität definiert. Das sind nämlich Sprachen, Mengen an Sprachen, für die es Turing-Maschinen gibt, also hier steht implizit ein Minimum, ja, welche Laufzeit haben, die von oben beschränkt ist, schwach beschränkt ist, durch eine bestimmte Funktion. Und dann haben wir uns überlegt, was für Funktionen wären da eigentlich sinnvoll zu benutzen. Übrigens hier nochmal kurz, ich habe jetzt ein D explizit davor geschrieben für Deterministic Time und Deterministic Space, denn heute werden wir uns mit den deterministischen und den nicht-deterministischen Turing-Maschinen beschäftigen. Und jetzt war also die Frage, naja, welche Ts sind denn hier sinnvoll, welche Klassen an Komplexität sind eigentlich interessant? Und dann habe ich sie mit verschiedenen Argumenten auf die polynomielle Laufzeit eingestimmt und die Klasse P definiert, das ist die Vereinigung der Menge aller Sprachen, für welche es mindestens eine deterministische Turing-Maschine gibt, die in polynomieller Laufzeit das Problem entscheidet, beziehungsweise die Space, die in polynomiellem Speicher ein Problem entscheidet. Eine Sekunde. Und dann haben wir uns ganz am Abschluss der Veranstaltung noch gefragt, wie Zeit und Speicherplatz miteinander in Verbindung stehen. Und haben gemerkt, dass weil eine Turing-Maschine zumindest, in der Art und Weise, wie wir sie definiert haben, in einer bestimmten Laufzeit maximal, also sagen wir mal in n Schritten, maximal n Zellen auf dem Band beschreiben kann, deswegen die Klasse der speicherplatzbeschränkten Probleme höchstens eine Übermenge oder gleich zu den laufzeitbeschränkten Problemen ist. So, also das Time Subset oder Equal to Space ist und deswegen auch die Klasse P entweder eine Teilmenge oder identisch zu P-Space ist. So, Frage. Mit einem Beispiel, warum die hier größer sein könnte als die. Warum andersrum? Nein. Mit einem Beispiel, warum die Zeit von oben beschränkt ist durch den Speicher. Ja. Also, das ist tatsächlich, war es auch ein bisschen so die Abschlussfrage, die ich am Ende Ihnen mitgegeben habe, so als Gedankenanregung in die Mittagspause letzten Donnerstag, wenn Sie in die Mensa gehen. Denn tatsächlich war auf der Slide ja die für die kleingeschriebenen Laufzeit- und Speicherkomplexitäten, also für groß T klein I'm und groß T klein Space, groß S und klein Space, die Ungleichheit genau andersrum. Warum? Weil in n Schritten kann ich höchstens einen Speicher von Länge n beschreiben. Ich könnte aber natürlich auch weniger Speicher benutzen.
aber ich kann nicht mehr Speicher beschreiben. Und das heißt, wenn ich mich für Probleme interessiere, die beschränkt sind dadurch, dass die Maschine einen bestimmten Speicher braucht, dann kann es gut sein, dass die Maschine dafür mehr Schritte braucht. Also Sie stellen sich eine Situation vor, wo in der Verarbeitung des Problems die Maschine, sagen wir mal, quadratisch oft auf die Einträge im Speicher zugreifen muss, also mehr machen muss, als sie nur zu lesen und zu verarbeiten, weil das Problem irgendwie das von der Struktur her einfach verlangt, dass die Maschine mehrfach zugreift. Wir werden gleich noch konkrete Beispiele sehen dafür übrigens, wie solche Probleme aussehen. Dann ist das Problem quasi schwieriger dadurch, dass die Laufzeit verwendet werden muss. Ja, und die einzige Art, wie das passieren kann, ist auf der Laufzeitseite, wenn Sie so wollen. Denn mit Speicher kann man nicht mehr machen, als einfach nur bis zum Ende durchlaufen. Also um Speicher möglichst groß zu machen, muss man die ganze Laufzeit investieren, um nur rüber zu laufen, quasi um den Speicher größer zu machen. Ist das die? Ja, vielleicht warten Sie einfach auf die Beispiele, die in ein paar Minuten kommen. Ich glaube, die werden das etwas klarer machen. Da kommt dann nachher einer zu den kontextfreien Grammatiken. Da weise ich nochmal drauf hin. Okay, jetzt möchte ich gerne zunächst ein paar Bemerkungen zu diesen Definitionen noch machen, für die letzte Woche keine Zeit war, die auch wieder ein bisschen von der Struktur her Sie vielleicht erinnern werden an die Berechenbarkeitstheorie. Das eine ist, auch hier haben wir wieder von Entscheidungsproblemen gesprochen, also von Problemen, bei denen die Maschine am Ende mit einer 1 oder einer 0 antwortet. Wir haben in der Berechenbarkeit schon mal darüber gesprochen, dass wir typischerweise ja aber in konkreten algorithmischen Problemen gar nicht unbedingt nur binäre Antworten haben wollen, 1 oder 0, sondern vielleicht Werte zurückhaben wollen. Um was zu berechnen, möchten wir gerne den Wert einer Funktion wissen. Zum Beispiel möchten wir wissen, was ist der kürzeste Pfad von A nach B? Das ist so der Klassiker aus der Algorithmenvorlesung, ja, irgendwie so Dijkstra oder so. Oder wir haben irgendeine Funktion und die muss man ausrechnen, da kommt irgendeine Zahl raus, ich möchte gerne wissen, was der Wert dieser Zahl ist. Oder ich habe eine Funktion, ich möchte sie optimieren, maximieren, minimieren, möchte ihre Extrema wissen. Dann klingt es erstmal, als ob das vielleicht schwierigere Probleme sind, als nur anzunehmen oder zu verwerfen. Typischerweise ist es aber so, dass man solche Auswertungen von Funktionen darstellen kann als Schachtelungen von Entscheidungsproblemen. Und weil Schachtelungen exponentiell schnell konvergieren, ändert das nichts an der polynomiellen Laufzeit von den Entscheidern. Also zum Beispiel, angenommen, ich habe die Frage, was ist die Länge des kürzesten Weges von A nach B, dann könnte ich mir vorstellen, dass das übersetzt ist in eine Sequenz von Entscheidungsproblemen von dem Typ, gibt es einen Weg, der kürzer ist als t? Antwort ist ja. Gibt es einen Weg, der kürzer ist als t halbe? Antwort ist nein. Und gibt es einen Weg, der länger ist als t halbe plus t Viertel? Ja, und so weiter und so weiter. Dann können Sie sich also vorstellen, angenommen, wir haben einen Algorithmus, der polynomiell schnell jede dieser Entscheidungsprobleme löst, dann habe ich hier einen Schritt von einer Berechnung von einer polynomiell langen Laufzeit, Nummer 1, hier einen zweiten von polynomieller Laufzeit, hier einen dritten von polynomieller Laufzeit. Und wie viele von diesen Schritten muss ich machen? Naja, wenn ich unendlich hohe Auflösung haben wollte, dann müsste ich unendlich viele von diesen Schritten machen. Aber das wollen wir ja nie. Wir wollen auf den Turing-Maschinen ja immer nur irgendwas von endlicher Präzision haben. Entweder wollen wir tatsächlich eine natürliche Zahl ausgeben, dann sind wir einfach nach logarithmisch vielen solchen Schritten fertig. Oder typischerweise wollen wir irgendwelche Fließkommazahlen ausgeben und Fließkommazahlen sind ja im Prinzip nur Variationen auf die natürlichen Zahlen, die irgendwie diesen Zahlenraum anders benutzen, um dann damit auch sowas wie eine Annäherung an rationale Zahlen darzustellen. Und die sind dann auch nach logarithmisch vielen Schritten in der Länge der Fließkommazahl fertig. Macht das Sinn? Das heißt, wenn wir uns mit Entscheidungsproblemen beschäftigen und uns auf polynomielle Laufzeit beschränken, dann können wir davon ausgehen, dass die Aussagen, die wir dabei finden, auch sich übertragen lassen auf Werte von Funktionen, die auf der Maschine dann halt natürliche oder Fließkommazahlen als Ausgaben haben und wir denken natürlich typischerweise da irgendwie so über als reelle Zahlen von endlicher Präzision nach.
Das zweite ist, dass die ganze letzte Vorlesung sich um Turing-Maschinen gedreht hat. Und genau genommen sind die Computer, die vor Ihnen stehen, ja so ein bisschen was anderes. Das sind eigentlich so von Neumann-Architekturen, ne, mit RAM und verschiedenen Arten von Speichern, die typischerweise die Eigenschaft haben, dass das Aufzugreifen auf den Speicher eher konstante Laufzeit hat statt linearer. Deswegen sind manche der sehr präzisen Aussagen über Algorithmen und deren Laufzeit, vor allem wenn es um lineare Laufzeit geht, ein bisschen anders als das, was Sie aus den Algorithmenvorlesungen kennen. Also ein Beispiel wäre so, Sie haben so ein Entscheidungsproblem über einem Graph, ist der Graph zusammenhängend, dann würden wir in dieser Vorlesung, wenn wir über Komplexität sprechen, immer versuchen, eine Turing-Maschine zu bauen, die das Problem löst, weil die eben die Verbindung zu den ganzen anderen Ergebnissen hat, die wir in den ersten Teilen der Vorlesung gemacht haben. Und da müssen wir immer davon ausgehen, dass das Anfahren eines Speicherplatzes linear teuer ist in der Länge des Bandes. In der Algorithmenvorlesung haben Sie das Auslesen aus dem Speicher sich überhaupt nicht drum gekümmert, weil Sie davon ausgehen, dass Sie irgendwie so ein RAM haben, also ein Random Access Memory, also ein Speicher, wo das Zugreifen auf den Speicher nichts kostet oder konstant viel kostet, Entschuldigung, also nicht von der Adresse abhängt, die man anfährt. Und da kann es passieren, dass man in ganz speziellen Situationen irgendwie so eine polynomielle Ordnung verschwindet, weil der Zugriff besonders einfach ist. Das ist aber für unsere weiteren Betrachtungen egal, weil wir uns sowieso immer mit polynomiellen Problemen beschäftigen werden. Und ob dann da das Polynom von Grad 3 oder 2 oder 1 ist, ist eigentlich auch im Endeffekt wurscht. So, das waren die letzten angehängten Bemerkungen an letzten Donnerstag. Jetzt möchte ich heute gern zwei Sachen machen. Nämlich erstens bis zur Pause mit Ihnen ganz konkret über ein paar Beispiele für Entscheidungsprobleme oder auch Berechnungsprobleme nachzudenken, die in dieser Komplexitätsklasse P liegen. Also ein Gefühl dafür zu kriegen, was eigentlich solche machbaren Berechnungen auf einer Turing-Maschine eigentlich sind. Und da werden wir vor allem die Verbindung auch herstellen wieder zu der Algorithmenvorlesung, aber nicht zu viel, damit Sie nicht davon genervt sind, sondern auch noch was anderes machen, was mit den anderen Teilen der Vorlesung zu tun hat. Und dann in der zweiten Hälfte der Vorlesung nach der Pause schauen wir uns dann die nicht-deterministischen Turing-Maschinen an und fragen uns, warum die so interessant sind und was das mit diesem Problem NP, der Problemklasse NP eigentlich auf sich hat. Warum die so ein riesen gefeiertes Ding eigentlich ist. Also, zunächst ein Beispiel für ein klassisches Problem aus P. Da gibt es eine ganze lange Liste, die man sich, Sie können auch auf Wikipedia gucken, finden Sie irgendwie 25 Beispiele. Hier ist eine, einfach mehr oder weniger zufällig ausgewählt, die Sie vielleicht auch aus den Algorithmen kennen. Angenommen, wir haben einen gerichteten Graph, das sind oft solche Graphenprobleme, ein gerichteter Graph, und wir möchten gerne wissen, ob es in diesem Graphen einen Pfad von einer bestimmten Knoten des Graphen zu einem anderen Knoten des Graphen gibt. Also insbesondere, ob es einen Teilgraph gibt, der verbunden ist zwischen zwei Knoten S und T. So einen Graphen kann man definieren über eine Matrix. Wenn es ein gerichteter Graph ist, dann ist das eine asymmetrische Matrix im Allgemeinen. Wenn es ein ungewichteter Graph ist, eine binäre Matrix. GIJ mit Einträgen IJ, wo 0 steht, wenn es keine Verbindung zwischen den Knoten gibt, und eine 1, wenn die Knoten verbunden sind. Einmal kurz zum Checken, das ist wahrscheinlich so die Klasse Probleme, von denen Sie schon viel gehört haben. Nicken Sie mal kräftig, wenn Sie diese Art von Graphenproblemen aus der Algorithmenvorlesung gut kennen. Okay, gut. Also, dann können wir das relativ schnell machen. Die Frage ist also nach einem Problem, und diese Probleme werden oft übrigens so groß geschrieben, da werden wir jetzt ganz viele von kennenlernen in den nächsten paar Vorlesungen. Und da gibt es natürlich die großen berühmten und auch ein paar spezielle. Das Problem hier heißt Path. Gibt es auf dem Graphen G, der definiert ist durch die Matrix G, einen Pfad von S zu T. So, und dann kann man jetzt so einen Beweis führen. Übrigens, diese Art von Beweis werden Sie dann auch auf Übungen machen oder auch in der Klausur oder irgendwie sich selber mal für andere Probleme. Nämlich, dass dieses Problem ein Element aus dieser Komplexitätsklasse P ist. Und dass das geht, ist uns irgendwie schon klar. Jetzt überlegen wir uns, wie man so einen Beweis führt. Also in Ihrem Kopf können Sie sich jetzt loslösen davon, dass Sie sowas schon mal im Algorithmenvorlesung gehört haben und sich überlegen, okay, wenn ich jetzt eine Aufgabe kriege, zeigen Sie, dass folgendes Problem in P liegt oder nicht, und falls nicht, dann argumentieren Sie warum, dann ist die Antwort darauf für diese Art von Frage immer konstruktiv.
wir schreiben den Algorithmus einfach auf. Das ist analog zu der Berechenbarkeitsklasse R, den regulären Sprachen, den rekursiven Sprachen aus der Berechenbarkeitstheorie. Ja, da war es auch so, um zu zeigen, dass eine Sprache in R ist, schreiben wir einfach auf, wie die Turingmaschine aussieht, die Sprache entscheidet. Genauso hier. Ja, nachher für Probleme, die schwer sind, müssen wir andersrum argumentieren. Um zu argumentieren, dass ein Problem leicht ist, zeigen wir einfach, dass es geht. Wir schreiben den Algorithmus auf und das geht in diesem Fall ungefähr so. Ja, was steht hier? Ein Algorithmus. Und Sie sehen, das ist im Prinzip ein While-Programm. Mit ein bisschen mit dieser Syntaktik Sugar, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Das ist nicht genau ein While-Programm, wie wir es definiert haben in der zugehörigen Vorlesung in der Berechenbarkeitstheorie. Aber wir erinnern uns daran, dass While-Programme Turing-äquivalent sind. Also, wenn wir ein While-Programm hinschreiben, definieren wir im Prinzip eine Turing-Maschine. Und wie sieht das aus? Naja, also kurz zur Erinnerung, wie macht man das halt? Das ist so die klassische so eine Datenstrukturgeschichte. Wir fangen an mit einer Liste und setzen da am Anfang den Start rein. Also unsere Frage ist, ne, hier ist der Graph G. Ich möchte wissen, ob ich von S zu T kommen kann. Also setze ich die Liste am Anfang nur auf S. Initialisiere diese Terminierungsvariable auf 0 und dann lasse ich eine While-Schleife laufen, die in jedem Loop einmal die Variable auf 1 setzt, auf ich bin noch nicht fertig, und dann durch alle Knoten des Graphen durchgeht, alle Knoten, die in der Liste stehen, am Anfang ist es nur S und später werden es mehr, und sagt, wenn dieser Knoten in der Liste einen Nachfolger hat, also wir sammeln alle seine Nachfolger im Graphen ein, also alle, mit denen er verbunden ist. Was wir dazu machen müssen, ist, dass wir in der Matrix G eine Zeile durchlaufen und setzen für alle diese Nachfolger sie in die Liste rein. Dieser Schritt ist offensichtlich linear teuer in der Größe des Graphen, in der Größe von G entlang Zeilen oder Spalten. Ja? Das heißt O von N, wenn wir so wollen. Und dann kann ich am Schluss einfach nachgucken in der Liste, ob da der Zielknoten T drinsteht. Wenn er drinsteht, dann weiß ich, dass es einen Pfad gibt von S zu T. Und dann kann ich akzeptieren, wenn er nicht drin steht, dann weiß ich auch, dass es keinen Pfad geben kann, weil ich habe ja alle möglichen Pfade durchlaufen, also kann ich verwerfen. So, wie teuer ist dieser Algorithmus? Hier außen ist ein Loop, der läuft höchstens n Mal, denn in jedem dieser Schritte habe ich mindestens eins hinzugefügt, falls nicht, dann habe ich abgebrochen. Und jeder der Schritte ist höchstens n lang, also habe ich höchstens n Quadratschritte gemacht. Und damit ist der ganze Algorithmus polynomiell teuer, nämlich quadratisch teuer in der Größe der Anzahl der Knoten des Graphen. Und damit habe ich es gezeigt. Okay, das war ein einfaches Beispiel. Jetzt machen wir eins komplexer, da braucht man ein bisschen mehr Zeit dafür. Und machen wieder eine Verbindung zu einem Objekt, das Sie nicht aus den Algorithmen kennen, damit ich nicht nachher Feedback kriege, dass es zu viel Algorithmen-Connection war. Kurze Erinnerung, im ersten Drittel der Veranstaltung bei den formalen Sprachen haben wir kontextfreie Grammatiken definiert. Hier ist nochmal die eine Slide, groß hingereiert, einmal alles nochmal aus der Vorlesung Nummer 6. Eine kontextfreie Grammatik ist so ein Satz an Produktionen, die uns sagt, wie wir aus Variablen irgendwann Terminale konstruieren und die Menge aller Strings, die aus dem Aneinanderketten von solchen Produktionen generiert werden kann, ist die Sprache dieser Grammatik. Und wir nennen sie kontextfrei, wenn alle diese Konstruktionen von dem Typ sind, dass auf der linken Seite nur eine Variable steht und auf der rechten Seite irgendwas Längeres, eine Kombination von Variablen und Terminalen und so weiter. Da ist es links nur eine Sache steht, heißt sie kontextfrei, weil wir nicht darauf achten müssen, was links oder rechts von der Variable steht. Okay, und dann damals habe ich erwähnt, dass alle kontextfreien Sprachen in dieser sogenannten Chomsky-Normalform geschrieben werden können. Dass also alle Produktionen aus der Grammatik entweder von dem Typ
A geht auf B, C über, oder wobei B und C Variablen sind, oder A geht auf eine Terminale über, auf eine einzelne, oder der Spezialfall, dass S direkt auf die, das leere Wort übergeht, das ist nötig für Sprachen, die das leere Wort enthalten. Dann muss man diese Regel mit einbauen. Okay, und jetzt ist der Satz, den wir gerne bauen möchten, ist, dass die, das Wortproblem für kontextfreie Sprachen in P ist. Das soll heißen, dass es für alle kontextfreien Grammatiken gilt, dass es für diese kontextfreie Grammatik einen Entscheider gibt, eine Turing-Maschine, die in polynomieller Zeit entscheiden kann, ob ein gegebenes Wort aus dieser kontextfreien Grammatik erzeugt wird. Bevor wir darüber reden, wie das geht, kurze Erinnerung an die Vorlesung, ich glaube es war 7 oder 8, wo es um deterministisch kontextfreie Grammatiken ging und um Parser. Damals haben wir festgestellt, dass die deterministisch kontextfreien Grammatiken besonders interessant sind, weil sie diese sogenannten LR-Parser erlauben, die besonders effizient sind, die nämlich in linearer Zeit durch ein Wort durchgehen können und dabei dann entscheiden können, ob das Wort, wie das Wort aus der Grammatik erzeugt wird, also die dabei auch den Herleitungsbaum direkt produzieren können, sodass man nachher das Wort auch interpretieren kann als generiert aus einer bestimmten Sequenz an Variablen. Das braucht man für Programmiersprachen. Und da ist die lineare Zeit besonders wichtig, weil wir Algorithmen haben wollen, die, ne, wie zum Beispiel in ihren IDEs, halt Font-Highlighting machen oder so, in besonders effizienter Art und Weise. Dieser Satz hier wird jetzt schwächer. Wir sagen, für kontextfreie Grammatiken gilt, dass eine Turing-Maschine das Wortproblem in polynomieller Zeit lösen kann. Das gilt also für allgemeine kontextfreie Grammatiken, nicht nur für deterministische, aber dafür ist die Laufzeit nur in Anführungszeichen polynomiell statt linear. So, bevor ich Ihnen die Slide zeige, wie das geht, wie würden Sie das bauen? Überlegen Sie sich mal, wie eine Turing-Maschine aussehen könnte, die gegeben ein Wort entscheidet, ob das Wort aus der Grammatik generiert wird. Und als Hinweis, da unten diese Chomsky-Normalform wird dabei tatsächlich hilfreich sein. Genau, also die Idee ist, die Vorstellung ist, wir machen damals bei den deterministisch kontextfreien Grammatiken hatten wir diese Handles für die LR-Parser, das waren quasi das Erkennen, dass irgendwo eine Sequenz an Terminalen steht, die auf der rechten Seite von der Produktion steht. Und dann können wir die einsetzen, dann haben wir eine Möglichkeit aufzusteigen in dem Parsbaum. Und das könnten wir jetzt rekursiv immer weiter nach oben machen, bis wir irgendwann bei der Startvariable ankommen oder eben nicht. Also wenn wir irgendwann ankommen bei der Startvariable, dann haben wir eine Produktion, dann wissen wir, dass das Wort in der Sprache ist. Oder wir finden, dass wir mit keinem Pfad nach oben kommen in die, zur Startvariable und dann wissen wir auch, dass es keine Produktion gibt. Und dann ist das Wort auch entschieden und wir wissen, dass es nicht in der Grammatik drinsteht. Das ist im Prinzip ein guter Ansatz. Das einzige Problem dabei ist, dass wir potenziell sehr viele solche Pfade eröffnen müssen und denen folgen müssen und das ist ein bisschen verschwenderisch. Man kann aber ein bisschen Zeit sparen, indem man genau die richtige algorithmische Struktur benutzt und das ist die des sogenannten dynamischen Programmierens oder Dynamic Programming. Kurze Frage, wer hat in der Algorithmenvorlesung über Dynamic Programming gehört? Fast alle oder Sie haben gerade nicht Lust, die Hand zu heben. Also Bellman und so, Sie erinnern sich, wir arbeiten uns rekursiv rückwärts und merken uns, was wir schon gelöst haben. Und machen deswegen, können dann immer zugreifen auf die Ergebnisse von Rechnungen, die wir schon kennen. Die Idee dazu ist, dass wir uns
eine obere Dreiecksmatrix bauen. Ich versuche die jetzt mal aufzumalen, so aus dem Stand. Wahrscheinlich wieder viel zu klein. Das ist die Matrix T. Und die hat Einträge T, I, J. Also hier ist I und da ist J. Ja, Zeile, Spalte. Und wir schreiben auf in die, dies ist eine Datenstruktur, die enthält an ihrer IJ-Stelle eine Liste oder eine Menge von allen Variablen, welche den Teilstring WI bis WJ produzieren können. Also wir sind gegeben ein Wort, das Wort geht von W1 bis WN. Wir interessieren uns für die Komplexität in N, also für die Länge des Wortes. Und wir können dieses W aufteilen in Teilstrings von I bis J. Das heißt, ganz am Ende interessieren wir uns für diesen Eintrag hier von T1N, weil da steht dann die Variable drin, mit der man von W1 zu WN kommen kann. Und wenn da drin die Startvariable steht, S, dann wissen wir, dass es einen Pfad von W1 nach WN gibt, eine Produktion, also liegt das Wort in der Sprache. Und wenn die Startvariable da nicht drin ist, dann gibt es das Wort nicht in der Grammatik. Und jetzt fangen wir an und füllen diese Tabelle von der Diagonale aus hin zu der Ecke. Wir fangen zunächst an mit der Diagonale, also erstmal fangen wir an mit dem Sonderfall, ja, steht da oben. Wenn das Wort das leere Wort ist, dann brauchen wir die ganze Matrix nicht, müssen wir gar nicht anfangen. Dann müssen wir nur nachgucken, ob es die Produktion von S auf Epsilon gibt. Wenn sie gibt, sind wir fertig. Wenn sie nicht gibt, sind wir auch fertig. Also, fein. Wenn das Wort nicht leer ist, wenn es also eine endliche Länge hat, dann brauchen wir diese Matrix. Und dann fangen wir an, indem wir zunächst mal die Diagonale dieser Matrix entlang arbeiten. Das ist der Teil hier. Da gibt es ein für I gleich 1 bis N. Das heißt, wir gehen entlang der Einträge hier auf der Diagonalen und schauen uns immer jeweils den i-ten Eintrag des Wortes an und fragen, gibt es eine Variable, die direkt auf das wi abbildet? So, wir erinnern uns daran, dass die kontextfreie Grammatik in der Chomsky-Normalform ist. Das heißt, alle Regeln, die auf Terminale abbilden, haben auf der rechten Seite überhaupt nur eine Terminale. Das heißt, nach diesem ersten Loop sind wir fertig mit diesen Terminalregeln, die direkt auf Terminale abbilden. Und haben jetzt auf der Diagonale dieser Matrix alle Regeln stehen, die direkt die einzelnen Einträge in dem Wort, die einzelnen Buchstaben des Wortes, die Terminalen des Wortes produzieren. Und wie lange dauert das? Naja, hier ist ein For Loop über n Schritte. Sie erinnern sich, For Loops terminieren immer in der formalen Definition eines For Loops. Brauchen also genau n Schritte. Und hier drin steht ein For Loop über die Größe des Vokabulars die Größe der Variablensatzes. Und die ist endlich. Die betrachten wir als Konstante. Ja, wir könnten sagen, es ist irgendwie, nü oder so, die Größe des Vokabulars. Das Ganze ist also O von n, dieser erste Teil. So, und jetzt kommt das Business End, das Dynamic Programming. Was wir jetzt machen ist, dass wir der Reihe nach uns hier vorwärts arbeiten auf der Matrix in diese Richtung, hin zur Ecke. Und dieses Durchlaufen durch diese Diagonalen, diese Sekundärdiagonalen, wenn Sie so wollen, ist dieser erste For Loop. Also L ist der Index der Diagonalen, durch die wir durchgehen. Davon gibt es von 2 bis n, ne, weil wir fangen an mit der Diagonalen, die haben wir schon gemacht, das war hier oben, das war quasi L gleich 1, ab jetzt kommt 2. Und dann steht hier, dass dieser Teil ist der vielleicht am kryptischsten, wo man kurz überlegen muss, was hier passiert. Wir gehen hier jetzt immer über die Länge der Diagonalen. Also dieser zweite For-Loop über i, der geht hier entlang oder eben hier entlang, je nachdem, was L ist. Also hier steht quasi L und hier drauf steht i. Hier wir entlang laufen. Und Sie werden sich hoffentlich überzeugen können, dass das hier die richtigen Werte für i sind. Dann, was dann j ist, ist natürlich klar, weil wenn man weiß, welche Zeile man hat, dann hat man die zugehörige Spalte, die kommt direkt aus dieser Zeile raus. Und dann gehen wir jetzt durch
alle möglichen Aufteilungen des Teilstrings von I nach J, von WI nach WJ. Wie viele von diesen Aufteilungen gibt es? Es gibt J minus I, viele. Also höchstens N, viele. Und da haben wir eine Variable, die heißt K, die geht von I bis J minus 1 und betrachtet alle Teilzerlegungen von WI nach WJ in ein WI bis WK und dann WK bis WJ. Also den Ausdruck WI, WJ, da gibt es dazwischen WKs und wir interessieren uns für alle Möglichkeiten, diesen Teilstring zu definieren. So. Und jetzt ist die Frage, ob der hier schon existiert. Und es tut er. Warum? Weil K ist größer als I. Das heißt, es steht... Moment, machen wir es richtig rum. Wir gehen L. I geht von 1 rüber. J ist dann ist die zugehörige Diagonale. Und diese TIKs sollten existieren. Warum? Welchen Eintrag brauchen wir? Da kann man sich überlegen, wenn wir zum Beispiel hier K gleich I setzen, ja, dann brauchen wir den Diagonaleintrag. Ah, genau. Also, was wir hier brauchen, sind die Einträge entlang hier. Ne? Von der Diagonalen raus tust. Und die existieren schon, die haben wir schon ausgefüllt. Und deshalb können wir darauf zugreifen und schauen, liegt da drin eine Regel, welche den Teilstring WI bis WK oder WK bis WJ produziert. Und, beziehungsweise K plus 1 bis J, Entschuldigung. Und falls die existiert, dann können wir den, die zugehörige Regel, die diese Aufteilung erzeugt, in Chomsky-Normalform, also A auf BC, in den Eintrag TIJ hinzufügen. So, wenn wir das gemacht haben, dann haben wir erstmal kurz überlegen, wie lange brauchen wir da dafür. Also das hier außen ist ein Loop von, das hier innen drin, Entschuldigung, ist ein Loop über die Länge der Zahl, der Menge der Zahl an Produktionen. Wie viele Regeln gibt es in der Grammatik? Das ist eine Konstante. Nennen wir sie Rho, die Anzahl der Regeln. Das ist also O von 1. Dann haben wir einen zweiten For-Loop, der geht über die Menge aller Aufteilungen in Teilstrings. Davon gibt es höchstens N. Ja, nämlich, also eigentlich genau genommen gibt es J minus I, viele. J minus I minus 1, ja. Höchstens N. Der äußere Loop ist auch offensichtlich bis höchstens N. Und der dritte Loop hier außenrum ist auch wieder bis N. Also haben wir Konstante N, N Quadrat, N hoch 3. Das Ganze ist O von N hoch 3, polynomielle Laufzeit. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir am Ende da oben auf dem in dem Eck unserer Matrix angekommen und können nachschauen, ob in dieser Liste drin die Startvariable steht. Wenn sie drin steht, dann haben wir das Wort produziert. Wenn sie nicht drin steht, dann gibt es auch keine Möglichkeit, das Wort zu produzieren, weil es keine Möglichkeiten gäbe, Handles zu folgen. War das nachvollziehbar? Ist nicht die Sorte Algorithmus, die einem mal kurz so einfach einfällt in 5 Minuten. Ja, ist klar. Das kann auch keiner von Ihnen erwarten, dass man sich da einfach so mal offensichtlich. Aber vielleicht, wenn man es dann sieht, ist es irgendwie nachvollziehbar. So interessant, oder? Manchmal, wenn man dann den Beweis gesehen hat, ist er einfach nachvollziehbar und selber drauf kommen ist gar nicht so einfach. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal dazu, in 10 Minuten oder so. Ja, ist doch so, oder? Wenn man dann jemand gezeigt hat, dann kann man die nachvollziehen. Wenn man selber drauf kommen sollte, ist ganz schön schwierig. So, also, das waren zwei Beispiele, ein einfaches, ein etwas komplexeres, dafür, wie Algorithmen aussehen, die in polynomieller Laufzeit ein interessantes oder weniger interessantes Problem entscheiden. Hier ist die Erinnerung nochmal, ich brauche sie nicht nochmal sagen. Jetzt kommt die interessantere Frage. Sie haben alle schon mal gehört, dass P und NP irgendwie wichtig sind. Ja, jeder, die Informatik studieren, stolpern irgendwann, hören von der P- und NP-Problematik. Mit der werden wir uns heute, in der zweiten Hälfte der Vorlesung und
noch am Donnerstag und vielleicht auch noch ein bisschen indirekter in den nachfolgenden Vorlesungen noch beschäftigen. Um das machen zu können, definieren wir jetzt erstmal, was dieses NP eigentlich ist. Und dazu brauche ich Ihnen nicht zu sagen, dass das N in NP für nicht deterministisch steht. Wir müssen uns also mit nicht deterministischen Turing-Maschinen wieder beschäftigen. Kurze Erinnerung, was ist eine nicht deterministische Turing-Maschine? Es ist eine Turing-Maschine, bei der die Übergangsfunktion in die Potenzmenge der Zustände geht, wo also eine in jedem Zustand eine ganze Menge an möglichen Übergängen in Anführungszeichen gleichzeitig berücksichtigt wird. Wir gehen also davon aus, dass wir betrachten die Maschine, als ob sie alle diese Übergänge gleichzeitig machen könnte und interessieren uns nur dafür, ob irgendeiner der daraus entstehenden Berechnungspfade zu einem akzeptierenden oder verwerfenden Zustand führt. Und ich habe damals, es hilft vielleicht jetzt nochmal zur Erinnerung nochmal aufzumalen, als wir über nicht-deterministische Turing-Maschinen gesprochen haben, schon mehrfach so ein Bild gemalt, dass wir uns die Berechnungspfade von so einer nicht-deterministischen Turing-Maschine als einen Baum vorstellen können. Wir fangen also irgendwo an. Die Maschine ist in der Startkonfiguration. Der Lesekopf steht ganz links, sie ist im Zustand Q0, auf dem Band steht irgendwas. Und dann erlaubt die Übergangsfunktion, dass mehrere verschiedene Sachen gleichzeitig passieren könnten oder potenziell passieren könnten, um in eine neue Konfiguration überzugehen. Und danach geht es gerade so weiter. Es gibt nicht immer gleich viele Möglichkeiten, als nächstes zu machen. Ja. Jetzt kann ich den Baum nicht mehr weitermalen, aber Sie können sich vorstellen, dass es hier weitergeht. Und wir nennen eine Berechnung akzeptierend, wenn es einen solchen Pfad durch den Baum gibt, der zu einem akzeptierenden Zustand führt, also einer akzeptierten Konfiguration. Und wir Also es geht darum, ein einziger akzeptierender Zustand, ein einziger akzeptierender Pfad, Berechnungspfad in dem Baum reicht, um die ganze Berechnung akzeptierend zu nennen. Und wir haben damals schon irgendwie gemerkt, diese Bäume sind potenziell ganz schön groß. Irgendwas mit so, ne, wie wächst ein Baum? Er wächst exponentiell schnell in der Tiefe des Baumes. So. Jetzt möchten wir gerne diese Idee von nicht-deterministischer Berechnung auch nochmal abbilden auf Komplexität, auf Zeit- und Speicherkomplexität. Und hier ist sie. Also, wir sagen, eine nicht-deterministische Turing-Maschine, N, wir machen das jetzt wieder genauso wie bei der deterministischen, in diesen drei Schritten. Ja, also erstmal die Berechnung einer Maschine auf allen Eingaben von Länge N, dann die Klasse aller Probleme, die in einer bestimmten Komplexität berechnet werden können und dann die Vereinigung von manchen solchen Klassen, um interessante Superklassen zu bauen. Erst die Laufzeit auf einer Turing-Maschine für bestimmte Eingaben. Also wir haben wieder, das hier oben steht alles genauso aus wie bei der deterministischen Turing-Maschine. Für ein Wort ist die Zeitkomplexität und jetzt schreibe ich Time mit einem kleinen n und drunter für nicht deterministisch auf dem Wort die Länge. Und jetzt müssen wir aufpassen, der kürzesten Berechnung, die das Wort entscheidet. Warum die kürzeste Berechnung? Weil es gibt ja potenziell mehrere. Es könnte sein, dass in dem Baum welche drin sind, ganz weit hinten die akzeptieren und dann welche, die deutlich weiter vorne akzeptieren. Wir interessieren uns für das frühestmögliche, die frühestmöglichen Pfad durch diesen Baum, der zu einer akzeptierenden Berechnung führt. Und also hier drin ist quasi ein Minimum drin versteckt, das ein bisschen schwierig auszuschreiben ist, ist das Minimum über die Länge der Pfade durch den nicht-deterministischen Baum. Und dann schreiben wir Time n mit einem n, mit einem natürlichen Index, statt mit einem Wort als Eingabe, als das Maximum über die Laufzeit auf allen Wörtern von Länge n. Also auf einem Wort nehmen wir das Minimum über die Laufzeiten der nicht deterministischen möglichen Berechnungen.
Auf allen Worten von Länge n nehmen wir dann die Worst Case Complexity, die längste, kürzeste Pfade, also das Maximum über die Minima der Pfade. Und wir erinnern uns, dass wir davon ausgehen, dass diese Turing-Maschinen Entscheider sind, also dass sie immer anhalten. Das heißt, wir brauchen uns nicht damit rumzuschlagen, was passiert, wenn die Maschine gar nicht anhält. Wir müssen uns aber damit beschäftigen, was passiert, wenn es in der Sprache gar kein Wort von Länge n gibt. Sonst ist es nämlich hier nicht definiert und dann setzen wir einfach die Laufzeit auf 0, der Einfachheit halber. Okay? Und dann können wir das, können wir auch hier wieder eine Beschränkung definieren. Das ist die relativ banale Definition, einfach mit der Landau-O-Notation. Wir sagen, die Laufzeit der Maschine, der nicht-deterministischen Turing-Maschine, ist zeitbeschränkt in O von T von N, wenn, naja, das hier halt gilt, ne? Also wenn sie von oben beschränkt ist. Dann können wir auch wieder, wie bei den deterministischen Turing-Maschinen, die Klassen über Sprachen definieren, Mengen von Sprachen, Komplexitätsklassen definieren und dieses Mal in Time und in Space auch wieder. Und hier ist im Prinzip fast alles gleich, nur dass jetzt ein N statt einem D steht, wie vorher, im Vergleich zu vorher. Und wir haben jetzt die Klasse N-Time für Non-Deterministic Time, nicht deterministische Laufzeit, in einer bestimmten Funktion. Also wir sagen, die Klasse n-time von einer bestimmten Funktion ist die Menge aller Sprachen, also die Menge aller Muster, aller Entscheidungsprobleme, für welche es eine nicht deterministische Turing-Maschine n gibt, die dieses Problem entscheidet, also deren Sprache genau diese Sprache ist, und die eine Laufzeit hat, Worst-Case-Laufzeit, die beschränkt ist von oben durch diese Funktion tn. So, das Gleiche kann man im Prinzip für den Speicher machen. Das ist so einfach, dass sich es auf einen einzigen Satz reduziert hat. Genauso wie Time können wir auch Space auf Worten und Längen von Worten definieren. Auch hier machen wir wieder ein Minimum für die Eingabe der Worte. Ja, also die Speicherplatzkomplexität einer nicht-deterministischen Turing-Maschine auf einer Eingabe ist die kleinste Anzahl an Zellen, die ein akzeptierender oder verwerfender Pfad braucht, ein entscheidender Pfad durch die, Tippfehler, derjenigen entscheidenden Berechnung, ja, also haltenden Berechnung von n auf w, die am wenigsten Platz benötigt. Ja, also, es könnte ja wieder Pfade geben durch den Berechnungsbaum, die besonders viel Speicherplatz brauchen und andere, die auch entscheiden und deutlich weniger Speicherplatz brauchen, dann interessieren wir uns natürlich für die, die möglichst wenig Speicherplatz brauchen. Da ist ein Minimum drin. Und dann für die Speicherplatzkomplexität als Funktion von Länge der Eingabe machen wir ein Maximum über alle Worte von Länge n. Also das ist das Maximum über die Minima von Speicherplatzkomplexitäten entlang der nicht-deterministischen Berechnungen. Und auch da können wir wieder genau wie hier oben jetzt eine N-Space-Klasse definieren und sagen, N-Space von S von N ist die Menge aller Sprachen, für die es nicht deterministische Turing-Maschinen gibt, die diese Sprache entscheiden und in diesem Sinne Speicherplatzkomplexität haben in Groß O von diesem S von N. Und damit ist eigentlich jetzt, jetzt ist schon 13 Uhr, machen wir noch die Definition dieser Klasse, damit sie einmal dasteht, können wir jetzt diese Klasse NP definieren, die ist genauso definiert wie P, nur dass statt D-Time ein N-Time drinsteht. Das ist also die Menge aller Sprachen, die in polynomieller Laufzeit von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine entschieden werden können. Die Menge aller Sprachen, für welche es eine nicht-deterministische Turing-Maschine gibt, die auf allen Eingaben von Länge N höchstens eine polynomielle Laufzeit in N haben. Damit lasse ich Sie in die Pause und wir sehen uns in 10 Minuten wieder. So, jetzt haben wir vor der Pause die Klasse NP definiert. Endlich, da steht sie jetzt mal. Also, was ist sie? Sie ist die Menge aller Probleme, die von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine in polynomieller Zeit entschieden werden können. Das ist die allererste und allerwichtigste Erkenntnis aus der heutigen Vorlesung, falls es Ihnen nicht schon klar war. Das N in NP steht nicht für nicht polynomiell, sondern es steht für nicht deterministisch
polynomiell. Ja? Das wäre der größte Fauxpas überhaupt, wenn Sie hier aus dieser Vorlesung rausgehen und irgendjemandem da draußen erzählen, dass das NP für nicht polynomiell steht. Es steht für nicht deterministisch, polynomiell oder platzkontinomiell. Und ist also die Klasse an Problemen, für die es eine nicht-deterministische Turing-Maschine gibt, die in polynomieller Zeit entscheiden können. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum ist diese Klasse überhaupt so interessant? Wir haben ja über nicht-deterministische Turing-Maschinen schon vor einer ganzen Weile gesprochen. Wir haben ganz am Anfang schon über nicht-deterministische endliche Automaten gesprochen, nicht-deterministische kontextfreie Grammatiken, nicht-deterministische Turing-Maschinen und haben immer wieder zwei Sachen festgestellt. Nämlich erstens, dass Nicht-Determinismus etwas ist, was man in der Praxis gar nicht realisieren kann. Kurzer Schritt zurück. Ich habe zwei Sachen vergessen. Während der Pause kamen mehrere Leute und haben hingewiesen, dass ich einen Fehler in der Slide hatte. Habe ich vergessen gerade zu sagen. Hier war ein Fehler, da waren die Nullen und Einsen vertauscht. Habe ich gerade korrigiert, sonst wäre man gar nicht in diese Schleife reingekommen. Ist jetzt wieder richtig. Zweitens, auf dieser Definition der Slide war hier ein extra Satz drin, den wir nicht mehr brauchen. Der war aus einer alten Version der Slide, habe ich rausgestrichen. So, jetzt wieder zurück. Nicht-deterministische Turing-Maschinen. Wir haben festgestellt, als wir über Nicht-Determinismus gesprochen haben, dass der gar nicht praktisch realisierbar ist. Das ist nur eine Idee. Das ist ein theoretisches Konstrukt, das vielleicht in der Berechenbarkeitstheorie irgendwie bestimmte gute Gründe hat, betrachtet zu werden, das man aber auf dem Computer gar nicht realisieren kann. Es ist kein Modell für Parallelismus, weil ja die Zahl der möglichen Pfade exponentiell mit der Länge der Pfade steigt. Es ist also ein Modell für Parallelismus mit einer unendlichen, abzählbar unendlichen Anzahl an Threads, was natürlich nicht funktioniert auf einer tatsächlichen realisierten Maschine. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass sowohl für die endlichen Automaten als auch für die Turing-Maschinen, wenn es um Berechenbarkeit geht, nicht-deterministische Varianten der zugehörigen Automaten gar nicht mächtiger sind. Nicht-deterministische endliche Automaten sind genauso mächtig wie deterministische endliche Automaten. Nicht-deterministische Turing-Maschinen sind genauso mächtig wie deterministische Turing-Maschinen. Bei den kontextfreien Grammatiken war es komplizierter. Aber bei den endlichen Automaten und den Turing-Maschinen war das so. Warum also betrachten wir jetzt in der Komplexität wieder nicht-deterministische Turing-Maschinen und nicht etwa exponentielle Laufzeit von Turing-Maschinen als interessante Komplexitätsklasse. Ja, um das besser zu verstehen, schauen wir uns jetzt mal so ein Problem an, für das man eine polynomielle Laufzeit-Algorithmus finden kann auf einer nicht-deterministischen Turing-Maschine. Und es ist eins von einer ganzen Reihe an klassischen Problemen, über die Sie noch mehr hören werden in den nächsten paar Tagen, nächsten paar Vorlesungen, nämlich das sogenannte Clique-Problem. Was ist eine Clique? Eine Clique ist definiert auf einem Graph. Hier ist ein Graph. Wir betrachten einen ungerichteten Graph. Ein ungerichteter Graph ist eine Sammlung aus Knoten und Kanten. Hier so ein Beispiel dafür. Und wir interessieren uns dafür, ob der Graph einen Subgraph enthält, so dass alle Knoten paarweise miteinander verbunden sind. Und so ein Subgraph, in dem alle Knoten paarweise miteinander verbunden sind, so ein Subgraph nennen wir eine Clique. Hier ist ein Beispiel dafür. In diesem Graph ist alles das, was dick gemalt ist, der Satz an Knoten, diese fünf hier, bilden eine Clique, weil alle jeweils miteinander verbunden sind. Der ist mit allen verbunden, die sind mit allen verbunden, der ist mit allen verbunden. Kurz zur Verifizierung für Sie. Warum sind die fünf hier drüben keine Clique? Genau, weil die diagonalen Nachbarn übereinander, also zum Beispiel diese Knoten und dieser Knoten, sind miteinander nicht paarweise verbunden. Es gibt einen Pfad von da nach da über die Mitte hinweg, aber das interessiert uns hier nicht. Es gibt keine Kante, die direkt von da nach da führt oder von da nach da oder von, naja, das war's schon, ja, oder von da nach da umgekehrt. Also ist das hier keine Clique, aber das da drüben ist eine. Es gibt hier noch eine ganze Reihe an kleineren Cliquen. Das hier zum Beispiel ist eine Clique von Größe 3, aber von Größe 5 gibt es genau diese. Und die Frage, die man also stellen kann, ist, gegeben einen Graphen, hat der Graph eine Clique von einer bestimmten Größe? Es gibt übrigens durchaus interessante Anwendungen für diese Art von Frage, die taucht immer mal wieder in so Graphen strukturierten Objekten auf, typischerweise, weil Cliquen
so eine Art Substruktur bilden, die man gerne reduzieren möchte, die man gerne loswerden möchte. Man möchte dann gerne diese völlig verbundenen Gruppen in einen neuen Set zusammenfügen, um irgendeine äußere Rechnung einfacher zu machen. Jetzt zum Beispiel im maschinellen Lernen, in der Computergrafik und so taucht das immer wieder auf, dass man Graphen vereinigen möchte in solche Subgruppen. Dazu muss man immer Cliquen finden. So, also, wir brauchen also eine Turing-Maschine, die diese Sprache hier entscheidet. Also, gegeben ein Graph und eine Zahl k, gibt es eine k-Clique in dem Graph. Und der Satz, oder vielleicht ist das sogar ein Theorem, ich weiß es nicht, der jetzt hier unten steht, ist, dieses Problem liegt in NP. So, das ist jetzt auch vom Typ her wieder so eine Art Beweis, wo man erstmal denken könnte, muss ich da jetzt irgendwie zeigen, dass es irgendwie schwerer ist als irgendwas in P? Nee, auch hier wieder müssen wir konstruktiv zeigen, dass es eine konkrete nicht-deterministische Turing-Maschine gibt, die dieses Problem tatsächlich entscheidet. Aber dieses Mal ist es halt eine nicht-deterministische Turing-Maschine statt einer deterministischen. Und das macht für uns die Aufgabe sehr viel einfacher, weil wir nämlich diesen Nicht-Determinismus benutzen können, um ganz, ganz viele Möglichkeiten auf einmal durchzuprobieren. Was sind hier die Möglichkeiten, die wir vielleicht gerne durchprobieren möchten? Nicht-deterministisch. Ja. Dass wir zeitgleich von mehreren Knoten aussuchen, ob er irgendwelche Verbindungen zu anderen Knoten hat, die wir bereits kennen. Also eine Idee wäre, wir könnten so alle Knoten nehmen auf einmal, also nicht deterministisch einen Knoten auswählen und dann gucken, mit welchen anderen Knoten der verbunden ist. Das wäre so eine Art Teilschritt. Wir können es auch sogar noch leichter machen. Wir können einfach alle möglichen Cliquen auf einmal ausprobieren. Ja, davon gibt es nämlich nur endlich viele. Wie viele? Ganz hinten? Genau. Ja, also n über k. Von aus n wähle k Möglichkeiten. Und hier ist, wie das Ganze funktioniert. Wir bauen eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die liest ihre Eingabe, schreibt sie aufs Band. Und dann geht sie nicht-deterministisch über in einen von n über k vielen Möglichkeiten für welcher Subgraph uns interessiert. Also welche Teilmenge der n-Knoten wir von Größe k, wir als Clique potenziell uns interessieren. Ganz kurz, davon gibt es n über k. Wie groß ist n über k? Wer erinnert sich an die Binomialkoeffizienten? Wie schreibt man die auf? Genau, also n über k ist Fakultät von n durch k Fakultät mal n minus k Fakultät. Wie groß ist diese Zahl n Fakultät als Funktion von n? Da gibt es ganz viele verschiedene Abschätzungen, aber so ganz grob ist der Logarithmus von n Fakultät ist ungefähr n log n plus n, genau genommen, ich glaube minus n plus o von log n. Also n Fakultät ist ungefähr, ist mit Sicherheit von oben beschränkt durch n hoch n. Ja? Also was Exponentielles auf jeden Fall. Es ist e hoch n log n. Exponentiell in n. Macht aber nichts, ist trotzdem eine endliche Zahl. Und alle diese Möglichkeiten können wir schlagartig auf einmal ausprobieren in der nicht-deterministischen Turing-Maschine. Und danach kommt was ganz Einfaches. Danach checken wir einfach, ob diese potenzielle Clique eine Clique ist. Wie teuer ist es zu testen, ob ein gegebener Teilgraph eine Clique ist?
Der ist von Größe K, ja? Sie sagen K, das ist tatsächlich K Quadrat. Also wir haben einen Satz an K Knoten und wir müssen jetzt gucken, ob paarweise alle Knoten miteinander verbunden sind. Also für jeden Knoten müssen wir alle anderen ausprobieren und gucken, ob dazu eine Ecke da ist. Das ist so, dass man, das ist, als ob man die Einträge von der oberen Dreiecksmatrix, also oberhalb der Diagonalen, ausprobieren muss, auslesen muss. Also auf meinem Bild von der oberen Dreiecksmatrix hier, ist es, als wir müssen den ganzen Teil hier oben auslesen, nicht die Diagonale, aber alles drüber. Und da gibt es O von K Quadrat Einträge. Genau genommen sind es ein halb N mal N minus 1, oder ein halb K mal K minus 1 Einträge. Ja? Also polynomiell teuer. Das heißt, was wir gerade gebaut haben, ist eine Berechnung, die ist nicht deterministisch und jeder einzelne dieser nicht deterministischen Pfade, es gibt exponentiell viele von diesen Pfaden, aber jeder einzelne Pfad ist polynomiell teuer. Damit haben wir erstmal gezeigt, dieses Problem ist in NP. Denn wir haben eine nicht-deterministische Turing-Maschine aufgeschrieben, so dass sie jede Eingabe entscheidet und diese Entscheidung immer polynomiell lang ist. Okay? Haben Sie den verfolgt? Ein paar Leute nicken. Ich glaube mal, haben Sie das mitgenommen? Ja, also kurze Zusammenfassung. Wir wollten zeigen, dass dieses Problem Clique in NP liegt. Dazu haben wir eine nicht-deterministische Turing-Maschine gefunden, welche in polynomieller Zeit entscheidet. In polynomieller Zeit entscheidet heißt, sie hält auf jeder Eingabe und alle Pfade durch die Berechnung durch sind höchstens polynomiell lang. Warum ist die polynomiell lang? Weil eine Berechnung besteht aus, wähle irgendeine Clique aus, die ist von Größe k, und dann probiere alle Paare in k aus, davon gibt es k Quadrat viele. Wenn du irgendwo merkst, dass eine Kante fehlt, dann verwerfe. Und wenn du merkst, dass alle Kanten drin sind, dann akzeptiere. Nach k Quadrat vielen Schritten. Fertig. Und was Ihnen jetzt vielleicht auffällt, ist, dass diese Rechnung eine ganz interessante Struktur hat. Dass sie nämlich aus einem ersten Schritt besteht, der wirkt ganz schön krass. Das ist dieses exponentielle Blow-up. Wir machen ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und danach geht es ganz seicht weiter. Danach machen wir was, was irgendwie ganz offensichtlich durch eine Turing-Maschine realisierbar ist. Und diesen Prozess nennt man Verifikation. Also, was man macht ist, eine deterministische Turing-Maschine, wieder die Maus verloren. Naja, machen wir es wieder mit der Maus. Die macht am Anfang eine potenziell riesengroße Menge an Berechnungspfaden auf, die aber immer noch endlich ist. Und danach kommen Berechnungen, die kann man alle auch auf einer deterministischen Turing-Maschine realisieren, in polynomieller Zeit. Weil jeder einzelne Pfad danach der Lauf einer deterministischen Turing-Maschine in polynomieller Zeit ist. Und was man jetzt machen könnte, ist, dass man den Pfad durch diesen Graph durch ausgibt. Ja, man könnte diese nicht-deterministische Turing-Maschine bitten, quasi nebenher, während sie arbeitet, ihren Berechnungspfad auszudrucken auf einem Drucker, der neben dran steht, wenn Sie so wollen. Was müsste sie dazu machen? Sie müsste in diesem Graphen hier, diesem Berechnungsbaum, quasi so eine Art, ja, irgendwie ein Ausdruck der gewählten Pfade wählen. Ja? Sie könnten zum Beispiel sich vorstellen, dass Sie in jedem Schritt eine Zahl ausgeben, die von 1 bis Anzahl der möglichen Pfade geht, also von 1 bis n über k in diesem Fall. Ja? Und das ist irgendwie eine große natürliche Zahl, die da ausgegeben wird. Und dann danach immer sagt, was dann, ja, welche Option sie danach nimmt, aber danach braucht sie eigentlich gar nichts mehr aufzuschreiben, weil danach läuft einfach, das gibt es immer nur eine Möglichkeit zu nehmen, steht lauter 1 da drauf. Und diese Art von Ausdruck der Berechnung, die nennt man ein Zertifikat der Berechnung. Und die ist ein bisschen so wie das, was ich gerade vorher gemacht habe bei diesem Dynamic Programming Problem. Ich habe Ihnen gesagt, wie die Rechnung aussieht. Und als Sie gesehen haben, wie die Lösung aussieht, konnten Sie sie nachvollziehen. Genauso ist es im Zertifikat auch.
Wir können dieses Zertifikat, wenn es einmal uns gegeben ist, in polynomieller Zeit nachvollziehen. Wir können also sagen, welche Clique, diese Clique, okay. Wenn ich mal weiß, um welche Clique es geht, dann kann ich in polynomieller Zeit verifizieren, ob das wirklich eine Clique ist oder nicht. Diesen Prozess kann man auch formalisieren. Hier steht es, durch das Konzept eines Verifizierers. Ein Verifizierer verwendet solche Zertifikate. Also, sei P eine Funktion, dann nennen wir eine deterministische, nicht deterministische, sondern deterministische Turing-Maschine M, einen P-Verifizierer für eine Sprache, falls folgende beiden Dinge gelten. Erstens, es gibt für alle Worte in der Sprache so ein Zertifikat, nämlich einen String von Länge höchstens P von Länge des Eingabewortes. Weil P hier noch einfach irgendeine Funktion ist, aber Sie denken sich natürlich schon irgendwie Polynom. So dass diese deterministische Turing-Maschine, wenn man ihr dieses Zertifikat übergibt und das Eingabewort, die Eingabe akzeptiert. Und zweitens, dass wenn das Wort nicht in der Sprache ist, dass dann die Maschine nach Eingabe von dem Zertifikat merken kann, dass das Zertifikat falsch ist. Dass sie also das Zertifikat abarbeiten kann und dann merkt, dass es nicht funktioniert und anhält. Und zwar nach höchstens P von Länge von W Schritten. Wenn P ein Polynom ist, dann nennt man sowas einen Verifizierer in polynomieller Zeit. Und die Sprache heißt dann polynomiell verifizierbar. Und das Entscheidende hier ist, dass dieser Verifizierer selber eine deterministische Turing-Maschine ist, dass er also realisierbar ist. Und genau das ist eigentlich das Spannende an NP, dass nämlich, wenn wir Probleme so verifizieren können, wir dann dieses Verifizieren tatsächlich realisieren können auf einer Turing-Maschine. Auf einer, die man auch wirklich bauen kann, die nämlich tatsächlich deterministisch ist. Jetzt ist natürlich die Frage, gut, geht das jetzt immer? Wir haben jetzt irgendwie nur hier so ein Beispiel gesehen, Clique. Was ist denn mit anderen Problemen in NP? Naja, tatsächlich ist es so, dass diese Struktur immer wieder auftaucht. Hier sind noch zwei weitere Beispiele für Probleme aus NP, die Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, für die es auch solche Verifizierer gibt. Also, Clique haben wir gerade schon gesehen. Hier ist ein anderes. Independent Set ist die Frage nach, gegeben einen Graphen G, der n Knoten hat, gibt es eine unabhängige Knotenmenge? Das ist quasi das Gegenstück zu Clique, nämlich also eine Menge an Knoten, die jeweils paarweise völlig getrennt sind voneinander. Ja, also so, dass ich, sagen wir mal, da haben drei Knoten und kein einziger von den dreien ist jeweils miteinander verbunden. Ich habe es vorher nicht durchgedacht, aber wir können mal gemeinsam auf diesen Graphen hier vorher drauf schauen. Ich würde sagen, insbesondere sind die und die auf jeden Fall so ein Independent Set, ja, weil die haben keine direkte verbundenen Kanten. Und gibt es auch ein größeres als das? Kurz mal überlegen. Gibt es eins von Größe 3? Ich glaube nicht. Sieht irgendjemand ein Independent Set von Größe 3 in diesem Graph? Also eine Menge aus drei Knoten, die paarweise keine Verbindung haben? Ganz schön schwierig, ne? Man muss irgendwie so im Kopf alle Möglichkeiten durchprobieren. Interessant doch irgendwie, oder? Das ist typisch für diese NP-Probleme, dass man nicht so richtig viel Struktur sieht, dass man denkt, naja, irgendwie muss ich einfach alles ausprobieren, ja? Zum Leerbarkeitsproblem? Vielleicht auf nicht triviale Art und Weise. Ja, das kann gut sein. Ich meine, also ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist es, warten wir mal bis hier zu Carp, weil ich, vielleicht taucht es ja sogar auf. Ich glaube, Coloring-Probleme sind sogar drin, also das ist dann sowieso direkt aneinander abbildbar. Also ich glaube, meine Antwort ist vorsichtig, irgendwie vermutlich miteinander, kann man irgendwie aufeinander abbilden, aber ich würde es nicht sagen, einfach offensichtlich. So. Okay, also, Independent Set ist, haben wir eine Menge an Knoten, die paarweise nicht verbunden sind. Und was wir jetzt gerade, indem wir das ausprobiert haben, gemerkt haben, ist, dass solche Probleme ganz schön schwer zu lösen sind. Das Einzige, was man ausprobieren kann, ist einfach alle möglichen, ne, Mengen von Größe 3
Ich habe gesagt, ich habe eine Menge von Größe 2 gefunden, der hier und der hier. Und es gibt natürlich noch mehr von Größe 2, aber von Größe 3 müssen wir einfach irgendwie alle ausprobieren. Wir finden keine Struktur, der wir irgendwie folgen können, wo wir iterativ irgendwas hinzufügen oder so. Ja? Und tatsächlich ist das genau auch wieder hier die Lösung so. Ne? Wir bauen eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die alle möglichen Kandidatenmengen für solche unabhängigen Sets generiert, nicht deterministisch. Und davon gibt es auch wieder so eine große Zahl, ja, genauso wie vorher, n über k. Und dann wieder testet, ob alle diese Kandidaten oder ob einer der Kandidaten eine unabhängige Menge ist, ein independent Set ist. Wenn das Testen, ob eine gegebene Menge von k Knoten unabhängig ist, ist wieder in polynomieller Zeit realisierbar. Warum? Naja, ich muss halt wieder paarweise durch alle k durchgehen, alle Paare i und j, wobei i und j jeweils von 1 bis k gehen oder genau genommen j von i bis k geht. Das sind k mal k minus 1 viele, also o von k Quadrat viele. Und wenn ich irgendwo eine 1 finde in der Adjacency Matrix, dann weiß ich, dass sie nicht unabhängig sind. Und wenn ich nur Nuller finde, dann weiß ich, dass sie ein unabhängiges Set sind. Also auch hier kann ich wieder so einen Verifizierer bauen. Eine deterministische Turing-Maschine, der man den Berechnungspfad gibt, den Index in den Berechnungsbaum rein und die dann in polynomieller Zeit entscheiden kann, ob das Zertifikat stimmt. Und es ist auch irgendwie klar, dass man diese Zertifikate auch immer verwerfen kann, wenn sie falsch sind. Ja, wenn sie mir ein unabhängiges Set geben, das gar nicht unabhängig ist, dann kann ich das in polynomieller Zeit verifizieren oder verwerfen. Ich gehe da durch, ich sage, da ist doch eine 1 in der Matrix drin, das kann ich in polynomieller Zeit durchprobieren. Ein anderes, von dem Sie bestimmt schon gehört haben, ist dieser Traveling Salesman. Das ist ein schöner, großer Name für etwas, was sich dann graphentheoretisch sehr einfach aufschreiben lässt. Gegeben einen Graphen, gibt es eine Route, die alle Knoten des Graphen trifft, wo wir an jedem Knoten des Graphen mindestens einmal vorbeikommen, die höchstens Länge c hat, wobei c die Summe über die Gewichte der Kanten auf dem Graphen sind. Auch hier wieder, ich kann alle möglichen Routen durch den Graphen von Länge n generieren und davon gibt es auch wieder eine sehr große Zahl, aber wenn ich eine vorgegebene Route bekommen habe als Zertifikat, dann kann ich dieses Zertifikat in linearer Zeit überprüfen. Wie? Na, ich fahre die Route einfach ab, indem ich also die Kantengewichte auf dem Graph aufaddiere. Und wenn die Zahl, die da rauskommt, größer c ist, dann kann ich das Zertifikat verwerfen. Und wenn sie kleiner c ist, dann kann ich es akzeptieren. Ja? Nee, ja, es beginnen ein paar Menschen zu nicken. Also, das Takeaway ist, es scheint so zu sein, dass diese Probleme in NP oft diese Verifizierbarkeitseigenschaft haben. Und tatsächlich ist das eine fundamentale Eigenschaft von NP. Alle Probleme in NP haben die Eigenschaft, dass sie polynomiell verifizierbar sind. Und es gilt auch umgekehrt. Alle Probleme, die in polynomieller Zeit verifizierbar sind, für die es also einen Verifizierer, so eine deterministische Turing-Maschine, die die Zertifikate verarbeitet, gibt, die in polynomieller Zeit läuft, sind auch in NP. Und genau das macht NP zu so einer spannenden Klasse an Problemen. Es ist nicht Determinismus als Konzept, der irgendwie super wertvoll ist, sondern diese Struktur der Probleme, dass sie in polynomieller Zeit verifizierbar sind, die sie wirklich spannend macht. Machen wir diesen Beweis einmal miteinander. Hier ist der Satz. Ja. Alle Probleme in NP sind polynomiell verifizierbar. Machen wir ihn erst so rum und danach andersrum. Angenommen, wir haben ein Problem, das in NP liegt. Das heißt, es gibt eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die Sprache akzeptiert, und sie hat eine Laufzeit, nicht-deterministische Laufzeit, die durch ein Polynom in der Länge der Eingabe beschränkt ist. Dann können wir den Berechnungsbaum, so wie er hier unten auf der Tafel ist, aufschreiben. Und dieser Baum hat eine Tiefe, die was mit der Berechnungsdauer der nicht-deterministischen Turing-Maschine zu tun hat, die also O von P von W ist. P von Länge von W, Entschuldigung. Und jetzt nehmen wir an, dass wir diesen Baum binär aufschreiben. Warum
wir den binär aufschreiben können, sehen wir gleich in der, ist glaube ich am einfachsten einfach zu sehen, indem wir den nächsten Punkt auf den Beweis angucken. Wir können nämlich einen Pfad durch diesen Baum als binären String beschreiben. Angenommen, unser Baum ist nicht binär, dann würden wir ihn als einen String beschreiben, bei dem jeder Eintrag des Strings ein Symbol aus einem Alphabet ist, das von 1 bis Breite des Baumes geht, ja? Branching Factor des Baumes geht. Und dieses Alphabet können wir natürlich binär kodieren. Dann hätten wir wieder einen binären String, der den Pfad durch den Baum definiert und damit implizit auch einen binären Baum. Ja? Macht das Sinn? Wenn wir das tun, dann brauchen wir für diese Transformation von einer anderen Basis in die binäre Basis eine Vergrößerung der Tiefe des Baumes um einen logarithmischen Faktor, nämlich um das Transferieren von dem einen Alphabet in den anderen. Und dieser logarithmische Faktor ändert nichts daran, dass er immer noch polynomiell tief ist. Nicht? Also dürfen wir annehmen, dass der Baum binär ist, weil das nichts daran ändert, dass er polynomiell tief ist. Okay, jetzt haben wir also einen Binärbaum. Und da das Problem in NP ist, wissen wir, dass es eine haltende Berechnung, akzeptierend oder verwerfend, auf jedem Wort W gibt, von Tiefe O von P von Länge von der Eingabe W. Und wir finden jetzt einfach diese haltende Berechnung in dem Berechnungsbaum dieser nicht-deterministischen Turing-Maschine. Und der Pfad durch den Berechnungsbaum hin zu diesem haltenden Zustand, der ist eine Sequenz von binären Entscheidungen entlang des Berechnungsbaums, nach 0 oder 1, hoch oder runter in den binären Baum. Und genau diese Binärsequenz, 0, 1, 1, 0 und so weiter, gehe ich in den Baum nach links oder rechts, die ist das Zertifikat. Denn dieses Zertifikat kann ich einer deterministischen Turing-Maschine geben, die auf einer universellen Turing-Maschine realisiert ist, die weiß, wie N funktioniert, also unsere nicht-deterministische Turing-Maschine, die die Sprache entscheidet. Und die kann dann diesen Berechnungspfad nachvollziehen. Die kann quasi prüfen, ob dieses Zertifikat erstens eine valide Berechnung meiner nicht-deterministischen Turing-Maschine N ist, in jedem einzelnen Schritt, ob sie also was tut, was diese nicht-deterministische Turing-Maschine machen darf. Und zweitens kann sie genau das machen, was ein Zertifizierer machen soll, nämlich das Zertifikat überprüfen. Und dass das geht, zeigen wir hier unten noch einmal. Also, angenommen, wir kriegen so ein Zertifikat, dann simulieren wir den Berechnungspfad von N, von der Maschine, die entscheidet, von der wir wissen, dass es sie gibt. Und diese Berechnung ist deterministisch, weil sie ja durch das Zertifikat klar beschrieben wird. Ja, wir folgen dem Zertifikat und wir können jederzeit prüfen, dass sie stimmt. Und sie endet in einem akzeptierten oder haltenden Zustand nach P von W, Länge von W Schritten, also nach polynomieller Zeit. Und deswegen ist sie nur polynomiell lang. Das heißt, falls das Wort in der Sprache ist, dann sind wir nach polynomieller Zeit auf unserer deterministischen Turing-Maschine bei einem akzeptierenden Zustand. Dann wissen wir, dass das Zertifikat stimmt. Oder wir kommen entlang der polynomiell langen Verarbeitung des Zertifikats entweder unterwegs an einen nicht erlaubten Übergang. Dann wissen wir, dass das Zertifikat falsch ist, weil es überhaupt nicht zu N passt. Oder wir kommen in den Berechnungsbaum von N auf einen verwerfenden Zustand und dann wissen wir, dass das Wort nicht in der Sprache ist. Also haben wir das Zertifikat verworfen. Und können dann verwerfen. Frage ganz hinten. Also, die Frage ist, was ist denn, wenn das Zertifikat falsch ist, dann wissen wir ja noch nicht, ob das Wort wirklich in der Sprache ist oder nicht. Und das ist auch nicht die Aufgabe des Zertifikats. Sondern die Aufgabe des Zertifikats ist nur zu beweisen, dass das Wort in der Sprache ist. Wenn das Zertifikat verworfen wird, haben wir nicht bewiesen, dass das Wort nicht in der Sprache ist. Wir haben nur bewiesen, dass das Zertifikat falsch ist. Das ist genauso wie bei mathematischen Beweisen. Wenn ich, Sie haben vorher in der Pause mir einen Fehler in meinem Beweis gezeigt. Da haben Sie ein Zertifikat verworfen. Ja, ich hab behauptet, dass hier, was war da ganz am Anfang? Dass dieses Problem in polynomieller Zeit lösbar ist. Und da habe ich hier einen Code hingeschrieben und der war falsch. Jetzt ist er richtig.
Dann kam sie nachher zu mir runter in der Pause und hat gesagt, der Beweis war falsch. Habe ich damit gezeigt, dass der Satz falsch ist? Nee, ich habe nur gezeigt, dass der Beweis falsch ist. Der Satz ist tatsächlich richtig und jetzt durch einen anderen Beweis haben wir gemerkt, dass er richtig ist. Aber bevor ich Ihnen nicht den korrekten Beweis zeige, wissen Sie noch nicht, dass Sie dem vertrauen können. Genau das ist der Prozess, den wir hier auch generieren. So, das war die Hinrichtung. Also, wenn wir wissen, dass es eine nicht-deterministische Turing-Maschine gibt, die in polynomialer Zeit entscheidet, dann können wir Ihren Berechnungsbaum benutzen, um einen Verifizierer zu bauen. Umgekehrt geht es auch. Angenommen, ich habe einen Verifizierer, der in polynomialer Zeit läuft. Das ist eine deterministische Turing-Maschine, die diese Zertifikate einliest und dann überprüft. Dann kann ich eine nicht-deterministische Turing-Maschine bauen, indem ich Kopien dieses Verifizierers baue, endlich viele, nicht-deterministisch, und jeder einzelnen dieser Kopien ein Zertifikat füttere, ein mögliches Zertifikat. Und von diesen Zertifikaten kann es, also wenn ich natürlich alle beliebigen Berechnungen, erinnern sich, in der Berechenbarkeitstheorie hatten wir das Problem, dass wir nicht einfach alle möglichen Berechnungen von der Turing-Maschine der Reihe nach durchprobieren dürfen, weil es könnte ja Rechnungen geben, die nicht halten. Ne? Und dann bleibt man da drin ewig stecken. Und da haben sie immer Punkte verloren, wenn sie das probiert haben auf ihren Übungsblättern. Hier ist die Situation anders, denn wir wissen ja, weil es ein Verifizierer ist, dass alle Zertifikate von polynomieller Länge sind. Das heißt, wir wissen, dass für ein bestimmtes Wort es eine bestimmte obere Schranke an Schritten gibt, die Maschine überhaupt nur laufen kann, bevor sie verwerfen muss, weil sie weiß, dass das Zertifikat falsch ist. Also können wir alle Zertifikate einfach gleichzeitig durchprobieren, nicht deterministisch, weil es davon nur eine endliche Anzahl gibt. Das geht, weil wir wissen, dass die Maschine ein Entscheider ist. Also können wir sie einfach alle nicht deterministisch durchprobieren. Und falls das Wort in der Sprache ist, naja, dann gibt es halt einen solchen Berechnungspfad, der ein Zertifikat ist, der also akzeptiert wird von unserem Zertifizierer. Und das ist dann gleichzeitig auch ein akzeptierender Berechnungsbaum von dieser nicht-deterministischen Turing-Maschine, weil wir einfach sagen, gib als Ausgabe das Gleiche aus wie der Verifizierer. Und falls das W nicht in der Sprache ist, naja, dann gibt es keinen einzigen akzeptierenden Pfad, sondern nur verwerfende Pfade. Und Sie erinnern sich, dass wir nicht-deterministische Turing-Maschinen so geschrieben haben, dass sie verwerfen, wenn alle ihre Berechnungszweige verwerfen. Und das ist dann genau die Situation hier. Okay, wir wissen jetzt also, und das ist die größte Takeaway der heutigen Vorlesung, dass es diese Komplexitätsklasse NP gibt. Das ist die Klasse aller Probleme, die von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine in polynomialer Zeit entschieden werden. Und das Spannende an dieser Klasse ist, dass sie die Eigenschaft hat, dass alle Probleme, die da drin sind, von einer deterministischen Turing-Maschine in polynomialer Zeit verifiziert werden können. Dass also das alles Probleme sind, die die Struktur haben, dass wenn man eine Lösung gefunden hat dafür, dass diese Lösung sehr schnell tractably machbar in polynomialer Zeit nachvollziehbar werden kann, nachvollzogen werden kann. Trotzdem steht vielleicht noch diese Frage im Raum, was ist denn mit den exponentiellen Problemen? Wieso reden wir denn nur über polynomiell und nicht exponentiell? Ich dachte, irgendwas mit NP hat irgendwas mit, ist irgendwie schwer, ist exponentiell schwer zu tun. Ganz so einfach ist es nicht, aber es gibt tatsächlich so eine Aussage, die ein bisschen in diese Richtung geht, nämlich, dass tatsächlich NP höchstens eine Teilmenge oder eine Teilmenge oder höchstens identisch ist zu der Klasse aller Probleme, die von deterministischen Turing-Maschinen in exponentieller Zeit entschieden werden können. Hier steht das noch kurz als abschließenden Satz, den machen wir noch. Hier ist die Klasse exp, manchmal schreibt man auch dexp, deterministisch exponentiell. Das ist die Vereinigung über alle deterministischen zeitkomplexen Sprachen, die in exponentieller Zeit in der Eingabe entschieden werden können. Also die Vereinigung über alle Konstanten von dTime von 2 hoch n hoch c. Man könnte auch schreiben dTime, also ohne Vereinigung, dTime von 2 hoch n hoch o von 1. Ja, also alle beliebigen Konstanten. Hier ist ein Satz. Es gilt, dass erstens
P entweder eine Teilmenge von NP oder identisch zu NP ist. Und zweitens, dass NP entweder eine Teilmenge von dieser Klasse Exp oder identisch zu Exp ist. Warum? Zunächst der erste Teil, der ist hoffentlich einfach. P ist offensichtlich höchstens identisch zu NP oder eine Teilmenge davon. Warum? Naja, weil die polynomielle Berechnung des Verifizierers, die ist ja selber eine deterministische Berechnung. 12 Minuten vorher fangen alle an zu gehen. Also, angenommen, wir haben ein Problem, das in polynomieller Zeit berechenbar ist, dann ist das ein von einer deterministischen Turing-Maschine. Dann können wir uns das vorstellen wie einen Teil eines Berechnungsbaumes einer nicht-deterministischen Turing-Maschine, der besonders langweilig ist, der nämlich einfach nicht verzweigt, der kein Baum ist, sondern eine Kette, aber die gleiche Tiefe hat. Damit ist er natürlich trivialerweise eine Teilmenge von NP. Der zweite Schritt braucht irgendwie einen Schritt mehr. Angenommen, wir haben ein Problem, das in NP liegt, dann gilt ja, dass alle die Berechnungspfade dieser nicht-deterministischen Turing-Maschine in polynomieller Zeit verifizierbar sind. Das heißt, der Ablauf der einzelnen Pfade durch den Berechnungsbaum, die sind jeweils polynomiell lang und für eine deterministische Turing-Maschine machbar, wie wir gerade eben in dem Beweis gesehen haben. Dann könnten wir eine neue deterministische Turing-Maschine bauen, die diesen Berechnungsbaum der nicht-deterministischen Turing-Maschine, der aus einzelnen Abschnitten besteht, die deterministisch berechenbar sind, abfährt, die sie also in irgendeiner Art und Weise der Reihe nach durchprobiert. Und wenn ich sage der Reihe nach, dann sind wir hier tatsächlich ziemlich safe, weil wir wissen ja, dass es ein Entscheider ist. Das heißt, der ganze Baum ist endlich groß. Wir müssen uns keine Sorgen machen über nicht haltende Berechnungen, weil jeder Einzelne ja immer hält. Das heißt, wir können uns irgendeine Reihenfolge durch die Berechnungen vorstellen. Zum Beispiel können wir es ja der Reihe nach alle durchprobieren. Und die können wir alle durchprobieren. Wenn wir irgendwo eine akzeptierende Lösung finden, dann sind wir fertig. Und wenn wir keine einzige akzeptierende finden, alle verwerfend sind, dann sind wir auch fertig. Wie lange brauchen wir dafür? Naja, wir müssen durch diesen Binärbaum durch der Berechnungen. Wie groß, wie viele Knoten enthält der? Der enthält, weil er Binärbaum ist, 2 hoch seine Tiefe. Und die Tiefe ist beschränkt durch ein Polynom. Also ist er von der Höhe 2 hoch n hoch irgendwas. Und was genau das ist, die Konstante, wissen wir nicht. Aber das brauchen wir auch nicht, weil hier oben x definiert ist als die Vereinigung über alle beliebigen Konstanten. Das heißt, die Klasse dieser nicht-deterministisch-polynomiellen Probleme, die ist eine Teilmenge oder identisch zu den deterministisch-exponentiellen Laufzeitproblemen. Das heißt, NP heißt zwar nicht polynomiell, das heißt nicht, die enthält alle Probleme, die nicht in polynomieller Zeit lösbar sind, aber es heißt tatsächlich, sie enthält alle Probleme, die in höchstens exponentieller Zeit lösbar sind durch eine deterministische Turing-Maschine. Warum also, oder nochmal zum Zusammenfassen, warum genau interessiert sich die theoretische Informatik für dieses NP? Nicht, weil die Probleme da drin irgendwas mit exponentiell zu tun haben oder weil Nicht-Determinismus irgendwas ist, was man praktisch realisieren kann, sondern genau wegen dieser Struktur der Verifizierbarkeit. Die Tatsache, dass alle Probleme, die da drin sind, die Eigenschaft haben, dass sie zwar potenziell unter Umständen scheinbar schwer zu konstruieren sind, die Lösungen scheinbar schwer zu finden sind, aber wenn man eine gefunden hat, das Verifizieren der Probleme, der Lösungen machbar ist, also in polynomieller Zeit machbar ist. Und das ist genau die Struktur, die Sie auch heute mehrfach und in der Vergangenheit natürlich bei zum Beispiel mathematischen Beweisen gesehen haben. Wenn ich Ihnen einen Beweis zeige, dann können Sie den nachvollziehen in einer Zeit, die wir alle irgendwie gemeinsam hier im Hörsaal verbringen. Und dann wissen Sie nach dem Verarbeiten, ob der Beweis stimmt oder nicht. Also wenn Sie genau aufpassen. Ja? Ansonsten ist der Beweis schlecht geführt, dann ist er kein Zertifikat. Aber selber drauf zu kommen, kann potenziell sehr viel länger dauern. Und manche der Ideen, die wir hier als Beweis gesehen haben in der Vorlesung, haben ganze Menschenkarrieren, ganze Lebenszeiten verschlungen, um sie zu finden. Aber heute, wenn ich sie Ihnen in der Grundvorlesung vorstelle, können wir das in 20 Minuten machen.
weil das Verifizieren der Beweise viel einfacher ist als das Draufkommen. Diese Art von Struktur gibt es immer wieder in unserer Welt. Ja, was zu erfinden ist viel schwerer, als seinen Wert zu erkennen. Die Lösung für die statische Konstruktion von irgendeinem komplexen Bauwerk zu erstellen, ist sehr viel schwieriger, als hinterher zu verifizieren, dass das Bauwerk stabil ist und so weiter und so weiter. Es gibt auch hier ein schönes Zitat von Kurt Gödel aus einem Brief, das er an den Kranken John von Neumann geschrieben hat. Wollte ich noch auf Ilias legen, den ganzen Brief, vielleicht mache ich das noch. Er sagt, also Gödel, ne, derjenige, der das Entscheidungsproblem überhaupt wirklich komplett umgriffen hat und gemerkt hat, dass es nicht immer lösbar ist, sagt, wenn es jetzt aber eine Maschine gäbe, die in, polynomieller Laufzeit laufen könnte, dann hätte das Folgerungen von größter Tragweite. Das würde nämlich offenbar bedeuten, dass man trotz der Unlösbarkeit des Entscheidungsproblems die Denkarbeit des Mathematikers bei Ja- oder Nein-Fragen vollständig durch Maschinen ersetzen könnte. Man müsste ja bloß N so groß wählen, dass, wenn die Maschine kein Resultat liefert, es auch keinen Sinn hat, über das Problem nachzudenken. Also wenn man nur hinreichend die Größe des Problems irgendwie einschränkt, sodass sie halt auf die Realität irgendwie beziehbar ist, dann hätte man damit dieses ganze Problem von mathematischen Beweisen erledigt, weil man einfach sich die Zertifikate ausdrucken lassen könnte, die einen interessieren. Jetzt scheint es mir aber, schreibt Kurt Gödel, um das ganze Diskussion mal positiv anzufangen, durchaus im Bereich der Möglichkeit zu liegen, dass es tatsächlich solche Algorithmen gibt, die das Schaffen von Beweisen in polynomieller Zeit erzeugen. Das heißt, was Gödel hier quasi ahnt, vorherdenkt, ist, dass vielleicht die Klasse P gar nicht unterschiedlich ist zu Klasse NP. Vielleicht kann man zu jedem Problem Strukturen finden, sodass man sie nicht nur in nicht-deterministischer polynomieller Zeit generieren kann, sondern vielleicht sogar in deterministisch-polynomieller Zeit. Ob dem so ist oder nicht, fragen sich allerdings die Informatiker und Informatikerinnen bis heute. Und warum das so schwer ist, darüber werden wir wahrscheinlich am Donnerstag miteinander sprechen. Für heute bin ich fertig, haben heute zwei wichtige Sachen gesehen. Wir haben zum einen gesehen, wie man zeigt, dass was in P ist, nämlich indem man eine Turing-Maschine hinschreibt, die einen konkreten Algorithmus in polynomieller Zeit abarbeitet. Dann haben wir definiert, was NP ist. Das ist die Klasse der Probleme, die in polynomieller Zeit von einer nicht deterministischen Maschine entscheidbar sind. Und haben gesehen, warum diese Klasse spannend ist, weil sie nämlich alle Probleme enthält, welche in polynomieller Zeit verifizierbar sind, wenn man das Zertifikat einmal gefunden hat. Damit sind wir fertig. Herzlichen Dank und bis Donnerstag.